Zeit. Sie ist die physikalische Größe, die unseren Alltag und unser Leben bestimmt. Die Art und Weise, wie wir die Zeit sehen, hat sich aber bis heute kaum verändert. Ein Tag hat 24 Stunden, doch wieso werden nur 12 davon auf dem Ziffernblatt angezeigt? Ayan, Andreas und Yannick, die Gründer des saarländischen Startups Wonderkey, haben jetzt eine Uhr entwickelt, die diese Sicht auf die Zeit verändern soll. Es ist eine Uhr mit nur einem Zeiger. Ja, das heißt, wir haben keinen Minutenzeiger, keinen Sekundenzeiger, sondern nur einen quasi Stundenzeiger, der aber nicht 12 Stunden abbildet, sondern 24. Ja, wir haben uns gedacht, brauchen wir heutzutage eigentlich noch eine Armbanduhr, um quasi zu wissen, wie viel Uhr es ist? Und eigentlich ist die Antwort nein, weil wir haben jeden Tag ein Smartphone mit uns, wo die genaue Uhrzeit ständig angezeigt wird. Und deswegen wollten wir eben nicht eine Uhr, wo man wirklich die Uhr genau ablesen kann, sondern eher eine Uhr, die einem das Gefühl vermittelt, wo man im Tag steht. Die Wonderwatch soll, genau wie das erste Produkt, der Wonderkey, über eine Kickstarter-Kampagne herausgebracht und finanziert werden. Dazu haben Yannick, Ayan und Andreas eine Menge Vorbereitungen getroffen, denn sie erwarten von dieser Kampagne sehr viel mehr als von der letzten. Sie haben gelernt, dass man sein Projekt auf der amerikanischen Crowdfunding-Seite aktiv mit Marketing und Werbemaßnahmen sowie einem richtig professionellen Video vorantreiben muss, um die Crowd zu überzeugen. Für ihr Video reisten die Gründer sogar bis nach Thailand. Und durch diese Kampagne hoffen wir uns halt natürlich, dass es gleich schon gut einschlägt oder halt die Nachfrage da angekurbelt wird und unsere Marke auch bekannt wird. Also das ist, weil sie auch sehr stark gewachsen ist, die Plattform Kickstarter, ist es gerade für Startups, wo wir halt auch gerade drin sind in der Situation, in der Phase, sehr gut, um halt die Produkte auf den Markt zu bringen. Es war sehr stressig gewesen, ja. Wir haben also sehr viel Energie in das Video gesteckt. Weil zu jedem Projekt muss man ein Video hochladen, wie die Uhr produziert worden ist oder wie das Produkt produziert worden ist. Yannick, Andreas und Ayan, die seit der Schulzeit gute Freunde sind, stehen seit der Gründung im Dezember 2014 leidenschaftlich hinter ihrem Startup und wollen schnellstmöglich komplett ins Wonderkey-Geschäft einsteigen. Diese Einstellung hat auch das erste Produkt ins Leben gerufen, den Wonderkey. Ein Key-Organizer im Taschenmesserformat, das beliebig erweiterbar ist und den chaotischen, unhandlichen Schlüsselbund ersetzt. Für die Zukunft haben Ayan, Andreas und Yannick noch einiges vor. Die Gründer wollen weitere Produkte herausbringen, die alltägliche Dinge besser machen. Der Fokus soll dabei aber erst einmal auf dem Online-Verkauf bleiben. Erste Zusammenarbeiten mit Handelsvertretern, um die vorhandenen Produkte auch in ausgewählten Geschäften zu platzieren, existieren allerdings schon. Und vielleicht dürfen wir in 4 bis 5 Jahren, wenn weiterhin alles so gut läuft, den Wonderstore betreten und die Produkte von Wonderkey in einem Showroom betrachten.